In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr selbst ein Double Exposure Composing erstellen könnt. Das Pferd und die Landschaftsfotografie, die ich hierfür verwendet habe, habe ich beide auf www.shutterstock.com gekauft. Zuerst habe ich das Bild mit dem Pferd in Photoshop geöffnet und dieses freigestellt, denn wir benötigen es auf einem weißen Hintergrund, um eine schöne Silhouette zu erzeugen. Dafür wechsle ich in die Kanäle-Palette und klicke die einzelnen Kanäle durch, um zu sehen, welcher Kanal der dunkelste ist. Hier ist es der Blaukanal, welchen ich dupliziere. Ich ziehe ihn per Drag and Drop auf das Ebenensymbol und erhalte hier das Duplikat. Nun gehe ich auf Bild, Korrekturen, Tonwertkorrektur und versuche mir nun eine Silhouette des Pferdes zu erzeugen, indem ich den mittleren Regler nach rechts verschiebe und diesen Effekt dadurch unterstütze, dass ich auch den schwarzen Regler weiter nach rechts verschiebe. Wir erhalten nun eine nahezu perfekte Silhouette des Pferdes und ich bestätige alles mit OK. All die Bereiche, die noch nicht perfekt schwarz gefärbt sind, bearbeite ich nun mit dem Pinselwerkzeug. Ich drücke auf meiner Tastatur B, zoome in das Bild hinein. Mit gedrückter Leertaste bewege ich mich durch das Bild und wähle einen schwarzen Pinsel mit 100% Härte mittlerer Größe. Und übermale nun alle Bereiche, die nicht perfekt schwarz sind, mit meinem Pinselwerkzeug. Diesen Arbeitsschritt führe ich nun etwas schneller aus. Ich würde Ihnen aber raten, sich viel Zeit zu lassen, um alles genau zu übermalen, denn umso perfekter wird später auch Ihr Werk ausfallen, je mehr Zeit Sie sich für die Details und die einzelnen Schritte zu beginnen lassen. Selbiges gilt natürlich auch immer für das Freistellen von Objekten. So. Hier unten noch ein wenig. So, das war's. Ich zoome wieder etwas heraus. Nun klicke ich bei gedrückter Command-Taste auf die Miniatur und wir halten eine Auswahl. Gehe auf Auswahl, Auswahl umkehren, sodass nur noch der Bereich des Pferdes ausgewählt ist. Nun aktiviere ich wieder den RGB-Kanal und wechsle zurück in die Ebenenpalette. Nun kopiere ich mir die Auswahl des Pferdes auf eine neue transparente Ebene. Dazu wähle ich die Ebene an, klicke Command und J und wir erhalten eine neue Ebene mit dem Pferd, das nun perfekt freigestellt ist. Ich habe mir bereits die verwendete Landschaft in Photoshop geöffnet und möchte nun aber, dass die Landschaft nur noch in dem Bereich des Pferdes sichtbar wird. Dazu blende ich die Landschaft noch einmal kurz aus, klicke wieder mit gedrückter Command-Taste auf die Ebenenminiatur, sodass die Auswahl geladen wird und ziehe wieder per Drag and Drop diese Ebene auf das Maskensymbol. Wir erhalten jetzt eine Maske mit der perfekten Auswahl des Pferdes und erneut per Drag and Drop ziehe ich diese Maske auf die Ebene mit der Landschaft. Ich hebe die Auswahl mit Command und D auf und blende die Landschaft ein. Und nun sehen wir, dass die Landschaft auch wirklich nur noch in der Silhouette des Pferdes sichtbar ist. Ich möchte nun, ohne die Silhouette des Pferdes zu berühren, die Landschaft verschieben, eventuell auch skalieren oder anpassen. Und dafür klicke ich hier auf dieses kleine Symbol zwischen der Maske und der Ebenenminiatur und trenne beide sozusagen voneinander.
Ich wähle die Ebene mit der Landschaft an und kann jetzt frei entscheiden, wie ich die Landschaft in meinem Pferd positionieren möchte. Ich belasse dies nun einmal so und dupliziere in einem nächsten Schritt die Ebene mit dem Originalpferd noch einmal. Setze diese Ebene an die oberste Position und wähle Bild, Korrekturen, Schwarz-Weiß. Wir können jetzt hier ein bisschen experimentieren, wie das Pferd am schönsten aussieht. Ich belasse das nun so. Sie können ja gerne so lange rumspielen, wie Sie möchten und bestätige alles mit OK. Diese Ebene setze ich nun auf hartes Licht und ich möchte jetzt nicht, dass alle Bereiche oder alle Strukturen des Pferdes überall gleichermaßen sichtbar sind. Deswegen erstelle ich mir eine Maske und beginne jetzt einige Bereiche mit schwarzer Farbe auszumaskieren. Ich wähle wieder das Pinselwerkzeug mit B und zum Beispiel hier im Bereich der Haare möchte ich die Strukturen des Pferdes nicht mehr sichtbar haben. Ich mache das jetzt mal relativ rasch. So, Pinsel etwas größer. Und mit weißer Farbe blende ich hier die Bereiche wieder ein bisschen ein, wo ich nicht ganz ordentlich gearbeitet habe. Sie können das natürlich ganz genau nach Ihren Vorstellungen und Ihrem Geschmack ausführen. Ich mache das jetzt in etwa so, wie ich das auf meinem ursprünglichen Bild auch gemacht habe. Ich hatte ja nur noch das Ohr. So. Okay. Und belasse es so. Und hier im Bereich der Hufe wollte ich auch keine Strukturen des Pferdes mehr sichtbar haben. Sie können auch immer gerne mit dem Fluss experimentieren, dann wirkt das alles nicht so hart. So, hier bin ich noch nicht ganz zufrieden. So, ich lasse das jetzt einfach mal so bestehen und zoome wieder heraus. So, nun wende ich eine Gradationskurve an. Ich gehe dazu hier auf Korrekturen. Korrekturen, Gradationskurve, hebe hier die Schwarzwerte leicht an und verschiebe sie nach rechts, damit das Ganze einen etwas ausgewaschenen Effekt bekommt und hebe hier die hellen Töne noch gleichzeitig ein bisschen an. Ich gehe zurück, wähle eine nächste Einstellungsebene Farbton und Sättigung. Wähle hier bei Farbton einen Wert von ca. 4 und bei der Sättigung einen Wert von etwa minus 45. Ich gehe wieder zurück und erstelle erneut eine Gradationskurve und möchte nun, dass die dunklen oder schwarzen Bereiche bei meinem Pferd einen leichten Blaustich bekommen. Dazu wähle ich hier nicht den RGB-Kanal, sondern den Blaukanal an, hebe hier die Werte wieder etwas an und verschiebe sie wiederum nach rechts und gleichzeitig ziehe ich die Lichter leicht nach unten. Und wenn Sie nun finden, dass dieser Grünstich oder
Rotstich zu stark ausfällt, können Sie hier noch Korrekturen vornehmen. Ich probiere das gerade mal. Den Rotkanal werde ich belassen. Den Grünkanal senke ich etwas ab, damit wir hier in dem Bereich wieder das Abendrot schön zur Geltung bekommen. Nun wähle ich die oberste Ebene an und füge mir alle Ebenen, alle sichtbaren Ebenen auf eine neue Ebene zusammen. Dazu drücke ich Command, Alt, Shift und E. Diese Ebene dupliziere ich durch Verschieben per Drag and Drop auf das Ebenensymbol. Ich verwandle diese Ebene in ein Smart-Objekt und setze den Ebenenfüllmodus auf Ineinander kopieren. Jetzt wähle ich Filter, sonstige Filter, Hochpass und wähle einen Wert von etwa 10,5. Ich bestätige alles mit OK. Die Deckkraft reduziere ich auf etwa 60% und lege nun eine erneute Gradationskurve an, indem ich alles leicht abdunkle. So. Ich lege mir eine neue Ebene an oberster Position an und fülle diese Ebene mit 50%igem Grau. Wenn Sie dieses Grau nun in den Hintergrund legen, mit X und Command und Löschen klicken, wird die Ebene komplett grau gefüllt. Ich setze die Ebene auf Ineinander kopieren und möchte jetzt natürlich im Hintergrund diese graue Ebene nicht sehen. Deswegen wähle ich nochmal das Pferd an und lege mir eine Ebene darunter an, welche ich mit Weiß fülle. Ich wechsle wieder auf die graue Ebene und gehe auf Filter, Rauschen hinzufügen. Da können Sie experimentieren. Wichtig dabei ist nur, dass monochromatisch angeklickt wird. Ich wähle jetzt mal einen Wert von etwa 21% und bestätige alles mit OK. Nun füge ich mir nochmal alle sichtbaren Ebenen auf eine Ebene zusammen. Ich klicke dazu erneut Command, Alt, Shift und E und setze diese Ebene auf weiches Licht und reduziere die Deckkraft auf etwa 28%. Das verstärkt einfach nochmal ganz leicht die Farben und auch die Tiefen. So, dies war in etwa der erste Schritt, den ich mit meinem Pferd gemacht habe. Im zweiten Teil öffne ich mir nun ein neues Dokument, indem ich auf Datei, Neu gehe. Ich wähle nun einfach den Namen Pferd und vergebe eine Größe von etwa 1500 x 1500 Pixel bei einer Auflösung von 300 dpi. Ich bestätige dieses mit OK und erhalte nun mein neues Dokument, in welches ich jetzt das zuvor erstellte Pferd hineinziehe. Ich fasse mir deswegen nochmal alle sichtbaren Ebenen auf eine Ebene zusammen, indem ich Command, Alt, Shift und E drücke und nun per, wenn es funktioniert, genau, nun per Drag and Drop das Pferd in mein neues Dokument hineinziehe. Das alte Dokument benötige ich nicht mehr und schließe ich.
So. Das Pferd ist jetzt natürlich viel zu groß und ich werde es etwas kleiner skalieren. Zuvor verwandle ich die Ebene noch in ein Smart-Objekt um, damit ich es gegebenenfalls später verlustfrei neu vergrößern oder auch verkleinern kann. Ich drücke Command und T, aktiviere hier dieses Symbol, damit die Proportionen beibehalten werden. Und skaliere mir das Pferd auf eine Größe, die mir in etwa zusagt. Ich werde das ungefähr so belassen und bestätige mit der Return-Taste. Wenn wir jetzt etwas in das Bild hineinzoomen, sehen wir, dass hier noch einige Artefakte von erhalten sind, die bei der Freistellung nicht ordentlich entfernt wurden. Sie können dies über eine Ebenenmaske einfach wegpinseln. Für das Lehrvideo spare ich mir das nun aber. Im nächsten Schritt lege ich unter das Pferd eine neue Ebene und fülle diese Ebene mit blauer Farbe. Ich habe in meinem Beispiel die Farbe mit der Nummer 21377.0 gewählt. Ich lege diese Farbe als Hintergrundfarbe an und drücke Command Backspace, sodass sich die gesamte Ebene mit Blau füllt. Ich möchte später einige Bereiche dieser blauen Ebene leicht ausmaskieren, weswegen ich hier gleich die Maske anlege. Und nun hole ich mir die verwendete Struktur in das Dokument. Ich habe die Struktur zuvor schon in Photoshop geöffnet und ziehe sie einfach per Drag and Drop in das Dokument hinüber. Die Struktur benötige ich nicht mehr und schließe sie einfach. Ich positioniere die Struktur und skaliere sie auf die Größe des Dokuments. Bestätige mit Return. Nun setze ich den Ebenenfüllmodus auf hartes Licht und erhalte hier einen schönen Effekt. Sie können gerne mit den verschiedenen Ebenenfüllmodi experimentieren, was Ihnen am besten zusagt. In diesem Fall habe ich mich eindeutig für hartes Licht entschieden. Nun maskiere ich mir hier einige Bereiche der blauen Ebene aus und verwende dazu schwarze Farbe und das Verlaufswerkzeug. In etwa so. Und um jetzt einen schönen Übergang vom Vordergrund zum Hintergrund zu erhalten, dupliziere ich mir die Ebene mit der Struktur einmal, indem ich sie per Drag and Drop auf dieses Ebenensymbol ziehe und an oberste Position lege. Ich behalte den Ebenenfüllmodus hartes Licht bei, reduziere aber die Deckkraft auf etwa 25%. So. In einem letzten Schritt möchte ich um das Pferd noch einen schönen weißen Rahmen erhalten. Deswegen fasse ich mir alle Ebenen auf eine Ebene zusammen, indem ich Command, Alt, Shift und E drücke. Nehme nun das Auswahlwerkzeug und ziehe mir in diesem Fall einfach mit Augenmaß ein Rechteck auf. Es dürfte in etwa jetzt gleiche Seitenabstände haben. Ich habe jetzt hier eine Auswahl und lege diese Auswahl auf eine neue Ebene, indem ich Command und J drücke. Und wenn ich jetzt alle darunterliegenden Ebenen ausblende, habe ich diesen schönen weißen Rahmen um mein Pferd erstellt. So, dies war mein erstes Lehrvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch einige Tipps mitnehmen. Ich würde mich natürlich über jeden Kommentar und eure Likes freuen.